So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Folge 33 ist das jetzt schon. Wow, wir nehmen eigentlich schon sehr lange auf. 33 Folgen ist eigentlich nicht so viel für die für den Zeitraum, wo wir eigentlich schon spielen hier. Ja, aber es kommt ja nur drei Folgen in der Woche, so rum. Und ja, ich kann so sagen, also mein PC ist komplett formatiert oder nicht formatiert direkt. Ich habe halt Windows neu aufgesetzt und da dachte ich mir, wenn ich Windows neu aufsetze, kaufen wir doch uns hier dieses Windows 8, wo es noch in dem 30-Euro-Angebot war. Habe ich dann am letzten Tag davon gekauft, am 31. Januar war es, glaube ich, ja. Am letzten Tag, wo man es noch für die 30 Euro kaufen konnte. Jetzt kostet es ja 280 müsste es sein, oh, too many items. Und das ist heftig übertrieben. Deswegen habe ich das Schnäppchen hier geholt, habe ich zugeschlagen, wo es zu wenig gekostet hat noch. Und der alte PC, also das alte Betriebssystem war extrem voll. Also da waren 280 Programme installiert, 80 Prozesse liefen gleichzeitig im Hintergrund. Ich dachte mir, what the fuck, was läuft denn da überhaupt im Hintergrund? Ja. Ich schaue jetzt mal kurz nach oben, weil ich habe mir jetzt überlegt, dass wir das Dach doch stinknormal machen. Nur jetzt ist die gute Frage, was stimmt hier? Haben wir zugemacht. Gute Frage ist jetzt, in welchem Stil machen wir das Dach? So, ich glaube, wir machen das mit dem normalen Holz, würde ich sagen. Dann passt es auch zum Rest, sonst wäre es ein bisschen Kraut und Rüben. Das Haus ist eher so in weiß-hellholz-mäßig gehalten. War unten jetzt so ein normales Holz drin? Ich schaue nochmal kurz. Nee, eigentlich nichts mehr hier, nur noch die Wooden Slabs. Dann müssen wir kurz fällen gehen. Ich guck mal, ob ich hier noch ein wenig Eisen hab. Jo, habe ich. Gut, dann machen wir uns eine Axt. Eine Axt, kurz. Auf welches Holz nehmen wir denn? Komm, nehmen wir das, von dem haben wir noch so viel. Aber ich habe hier gerade was gesichtet, was wir auf jeden Fall brauchen. Fürs Dach. So. Jetzt ist auch schon wieder Februar. Meine Güte, ich habe gerade eben erst dieses Silvester-Special gemacht. Oder beziehungsweise mit dem Let's Play an. Moment mal. Ich Idiot, habe eine Spitzhacke gemacht. Es kommt davon, wenn ich halt laber dazu, dann merke ich halt dann, was ich mache hier. So, jetzt haben wir aber eine Axt. Oh, und die Mods habe ich jetzt. Ich habe ja Minecraft frisch jetzt drauf gemacht im Betriebssystem. Ja, scheiße. Müsste ich nochmal die ganzen Mods reinhauen. Gut. Da hatte ich nämlich hier den More Players Model drin. Ich hatte nämlich komplett meinen Skin angepasst an diesen More Players Mod. Mit Schwanz und so. Naja, ich guck mal, ob ich bei der Unterbrechung von der Folge, also in der nächsten Folge für euch, ob ich da dann das kurz reinmache. Also, wir wollen in den Wald. Gehen wir denn da drüben? Da ist noch ordentlich Normalholz. So. Achso, ich habe in der letzten Zeit genau am Ende der Woche, Donnerstag, Freitag rum, letzte Woche, da habe ich die kompletten Custom Colors oder die ganzen Farbverläufe hier angepasst. Zum Beispiel ist das Sumpfgebiet jetzt richtig dreckig vom Wasser her. Und ja, hier, also es ist biomeabhängig angepasst worden. Farbverläufe habe ich auch von allen Dingen ein bisschen geändert, auf eine Wirkung. Das ist jetzt zum Beispiel heller. Und ich habe die Farben halt ganz krass gemacht in diesem Mushroom Island Ding. Also da habe ich mir gedacht, da kann man ja mit diesem Biom-Editor auf Servern, kann man da geile Sachen dann zaubern, wenn man dann auf einmal so rote Bäume hat oder so ganz tolle Sachen. Also es sind immer tolle Spielereien, finde ich. Also da kann man schon was Gutes machen. So, von den Texturen habe ich eigentlich jetzt nichts weiter gemacht. Da mache ich auch
Also hier bis zu 1.5, wenn die 1.5 rauskommt, dann sieht man erst vielleicht die größten Änderungen, weil ich beende jetzt nicht mehr die alte Datei, wo also diese Terrain-PNG, sondern die ganzen neuen Bilder, weil die sind jetzt alles eigene Dateien drin, die Texturen. Von daher, mache ich es da erst dann wieder richtig weiter. Also, wenn ich mal Zeit habe immer, dann passe ich in den 1.5 Texturen was an, aber hier kommt eigentlich nichts mehr dazu, weil es lohnt sich einfach hier nicht mehr was zu machen. Von daher, also ich habe jetzt nochmal die, weil der PC ja neu aufgesetzt ist mit Windows 8 und allem, habe ich ja natürlich jetzt auch die Mikroeinstellungen irgendwie neu drauf. Von daher, ich habe es mal versucht besser anzupassen. Also jetzt sollte vielleicht die Lautstärke von der Stimme viel besser sein als vorher. Hoffe ich doch mal. Weil es war davor ein bisschen Kraut und Rüben. Da war es in Skype zu laut und in den Let's Plays komischerweise zu leise. Also jetzt habe ich es richtig eingestellt, aber mal schauen, wie es dann im Endeffekt rauskommt. Wenn ich das fertige Video gerendert habe. Gut. Ist hier alles normal. Okay, ja gut. Dann spielen wir mal eine Zeit lang auf normal. Mal schauen, wann ich es wieder ändere. So. Okay, da ist noch ein paar Samen, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die, oder was heißt die mitnehmen? Ich reblende es immer. So. Lipp. Ah, lipp. Lipp. Oh. Und da ist der Samen schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob ich es im Let's Play irgendwann mal in der Folge erzählt habe. Da habe ich ja richtig über Windows 8 abgelästert. Ich fand es auch zuerst scheiße, aber mittlerweile geht es eigentlich, finde ich. Wenn man es jetzt länger anschaut und sich damit auch abfindet, das ist die Metro-Oberfläche, finde ich, ist im Prinzip eigentlich nur ein erweitertes Startmenü, ein Ersatz dafür. Du kannst genau das gleiche machen, was im Startmenü auch geht. Du kannst auch da wo früher der Button war, der Windows-Knopf, da kann ich Rechtsklick drauf machen und du hast die ganzen Funktionen wieder plus ein paar mehr wie Ausgabe, Einforderung oder wie der Scheiß heißt. Rückzug und Systemsteuerung, alles ist da drin und mehr sogar. Wow. Da ist es. Okay. Keine Endeperle. Wow! Mach ich gleich. Okay, bitte. Ist hier ein Creeper? Okay. Wow! Okay, die Creepers sind da, Rückzug. Ich fix's danach. Wir schlafen erstmal eine Runde. Gute Nacht. Ulalalala. Ja, gut. Stimmt noch alles. Oh, die Creepers sind noch da. Zwei blaue. So. Ah, weil Schärfe drauf ist. Ja. Wir kommen, glaube ich, erst in der nächsten Folge zum Dach, wie es aussieht. Machen wir nochmal kurz das Loch fertig. Was? Ja gut, müssen wir halt hier ein bisschen abbauen. Weil ich laufe jetzt nicht nochmal rüber zum Lager.
So. Was? Immer noch, ne? Bam, bam, badabadabadam, bam, badam. So. Zap. Bam, badigadigadim, bim. Mach ich noch Passam hin? So. Hallo Spinnen. Du tust mir nichts. Schön. Zap. Okay. Was noch viel? Du willst mir, glaube ich, doch was tun. Nee, doch nicht. So, okay. Du, noch ein Brot in den Rachen rein. Finden wir nochmal das Zuckerrohr, wo da drüben ist. So. Machen wir gleich nochmal so. Haben wir hier ein bisschen mehr. So. Haben wir nicht jetzt genug Holz? So. Ja. Ich denke, das wird reichen. Gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Machen wir die Treppen und oben das Dach ein bisschen weiter. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao.